Was geht? Hallo, willkommen hier zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal Skatlos, und zwar spielen wir jetzt GTA 3. Ja, ich fange die GTA-Reihe jetzt einfach mal so spontan an, denn es hat folgenden Grund, warum ich das tue. Ja, ich habe halt probiert, vorhin Black Ops 2 aufzunehmen, und meine Grafikkarte macht das einfach nicht mit. Sie mag mich einfach nicht mehr, sie hasst mich, sie hat es mir selbst gesagt, indem sie einfach, ja, gemeint hat, nicht richtig aufzunehmen. Und Call of Duty Black Ops 2 mit 10 FPS ist ein bisschen ranzig. Deswegen werde ich jetzt mit euch GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas und vielleicht im späteren Verlauf, wenn ich die neue Grafikkarte habe, auch GTA 4 machen, so wie ich es mal versprochen hatte. Ja, was kann man über dieses Spiel so sagen? Ich habe mir das für 10 Euro bei MediaMarkt gekauft, in dieser Trilogie. Dachte ich mir, ach, du hast die ja überhaupt nicht für einen Rechner. Oder beziehungsweise ich hatte sie früher mal gebrannt, aber die geht jetzt nicht mehr. Ja, und jetzt habe ich halt mir die hier geholt. Ich weiß gar nicht, von was für einem Jahr GTA 3 ist. Ich glaube von 2002, wenn ich mich jetzt nicht irre. 2002, 2003, glaube ich. Jedenfalls, das Spiel ist von Rockstar Games und die haben natürlich alle Rechte an dem Content, den ich hier zeige. Okay, gut, fangen wir dann gleich mal an. Gerade mal zurücklegen. Ich muss gerade mal ein komplettes Büro umbauen, denn ich kann diesmal nicht mit Controller spielen, denn es ist nicht unterstützt. Finde ich ranzig, aber egal. Gut, wir fangen ein neues Spiel an und dann gucken wir mal, wie es hier so abgeht, ne? Los geht's! Texturen werden in optimales Format für Ihre Grafikkarte konvertiert. Ja, meine Grafikkarte ist so geil, die geht einfach nicht mehr. Meine Fresse, die Grafikkarte regt mich auf. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Grafikkarte. Ich verstehe aber auch nicht, warum sie das ganze Spiel nicht packt. Aber egal. In 2 Monaten habe ich meine GTX 670 und dann ist Ruhe. Hoffentlich. Gangster von Komplizin, die er liebt, verraten. Gericht befindet Räuber einstimmig für schuldig. Ich muss unbedingt diesen Verschwommeneffekt rausmachen, das sieht so richtig scheiße aus. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Okay.
night shift trip where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. So, Moment, bevor wir jetzt weitermachen, mache ich diesen Verschwommeneffekt raus. Das sieht ein bisschen kacke aus. Warum ist die Bildschirmauflösung so niedrig? Egal, was soll's. Ist mir jetzt ziemlich Wayne. Okay, Unschärfe FX aus. Und dann sollte es doch gut aussehen. Oh, geht. Ja, Moment, ich mache nur mal die Auflösung ein bisschen höher. So, jetzt habe ich es mal auf HD gestellt. Ah, schon viel besser. Gut. Drücke F oder Joy 4, um einem Fahrzeug auszusteigen und, ja, wie es halt ist, ne? Ich glaube, jeder sollte wissen, wie man Auto fährt in GTA. Außer, dass ich wäre jetzt im Jahre 2002 oder so und wüsste nicht, wie ein PC funktioniert. So, schon viel besser. Ich musste mal kurz die Kamera ein bisschen ändern. So. Oder nee, so ist es, glaube ich, doch ein bisschen besser. Okay, lassen wir es so. So, da sind wir schon. Das ging ziemlich fix. Außerhalb einer Mission kannst du dein Spiel hier speichern. Dies rückt die Uhr um 6 Stunden vor. Und die Garage nebenan kannst du ein Fahrzeug eingestellt werden, wenn du das Spiel speicherst. Yeah. Bevor wir weitermachen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Andere Musik bitte. Ist ja richtig schlimm. So, das sind wir halt in der Mitte der blauen Markierung. So. Okay, erste Mission, Luigi's Girls. Fangen wir schon mal gut an, ne? Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Was geht? 8-Ball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Ja, die guten alten DDR3-Missionen. Kurz, einfach, zielgemäß. Traumhaft. Wer jetzt meint, hä, was meinst du jetzt damit? Es ist einfach so, hier in GTA 3 werdet ihr niemals eine Lebensgeschichte erzählt bekommen. Hier werdet ihr alles auf den Punkt erzählt bekommen, um was es eigentlich geht. Fahr dahin, bring den um, du kriegst Geld. Fertig. Was geht? A Pogo the Monkey. Hallo. Was geht? Ihr sollt natürlich nicht an die Polizei ranfahren, das ist nämlich nicht so gesund. Das war schon. $1,500 haben wir dafür gekriegt. Für das Geld hätten wir in GTA San Andreas 8 Missionen machen müssen. Ah, da war der Steuerkurs noch besser, ne? Obwohl es eigentlich in der aktuellen Zeit gestützt ist. So, das Auto stellen wir einfach mal ab. So, gut. Dann gehen wir mal schnell speichern. Hier auf dem ersten Platz. So, alles klar. Ja, ich kann euch ja mal erzählen, wie ich jetzt auf GTA 3 nochmal gekommen bin. Ich habe auf meinem iPhone habe ich auch diese 10-Year Anniversary Version davon, wo fürs iPhone das GTA 3 neu aufgefasst worden ist, also genau das Spiel.
Und das gibt's auch für Vice City, da habe ich mir gedacht, boah, GTA 3, so geiles Spiel, könntest du auch mal für einen PC holen. Dann bin ich durch den Mediamarkt gerannt, habe das für 10 Euro gesehen, die komplette Trilogie. Und dann dachte ich mir, nimmst du dir mit? Ja, und dann habe ich mir das halt mitgenommen. Ach ja, coole Sache, erstmal nochmal so am Rande. Ja, ich sollte aufhören, wie ein Behinderter rumzuspringen. Alter, schwarze Oma, geh raus. Moment, ich muss mal... Boah, diese Musik ist so laut. Ich krieg ja einen Tinnitus. So. Ja, ich habe noch was zu erzählen. Und zwar habe ich ein Fangeschenk bekommen. Und zwar hat mir der liebe AppleLove 351 Medal of Honor Warfighter, die Limited Edition, zugeschickt. Mit einem lustigen Brief darin, wo drin steht, ich spiele diese Scheiße nicht, du kannst ja diese Scheiße spielen. Das ist sehr nett von dir. Aber wow, dankeschön für das Spiel. Das war original verpackt gewesen. So richtig geil. Also danke für das Geschenk. Ich habe auch noch andere Dinge bekommen. Ja, die Leute haben mich halt gefragt, ey, kann man dir eigentlich was zuschicken? Da habe ich halt denen meine Privatpostadresse gegeben, wo normalerweise immer meine, zum Beispiel meine Briefe und alles hinkommen, weil die lasse ich ja nicht nach Hause schicken. Und ja, dann haben die das da hochgeschickt. Und dann war einmal ein kleines Paket mit Schokolade drin. Und ja, dann habe ich hier noch das Medal of Honor Warfighter bekommen. Also, falls ihr mir irgendwie in irgendeiner Weise was zuschicken wollt und wisst aber nicht wie, ist es ganz einfach. Geht hin und schreibt mir eine PN. Ich gebe euch meine Privatpostadresse und dann könnt ihr mir was schicken. Aber bitte nicht in die, bitte nicht in die Pringles-Dosen oder in die Crunchips-Tüten mit Gift reinspritzen. Da habe ich Angst davor. Aber egal, gut, machen wir weiter. Nächste Mission. Kein Spank für die Ladies. Was geht? Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Alles klärchen. Ich müsste mal gucken, ob ich da noch einen Uncut-Patch dafür bekomme. Das ist mir jetzt gerade immer so eingefallen. Ich glaube, das ist nicht Uncut, oder? Nein, es ist nicht Uncut, es ist geschnitten. Denn wenn es Uncut wäre, könnte ich jetzt auch weiterhin auf diese Tusse drauf prügeln, aber geht leider nicht. Schade. Das bringt mir auch einen übelsten Nachteil im Spiel. Es wäre natürlich besser, wenn wir da uns mal einen Uncut-Patch besorgen. Mache ich dann nach dieser Mission, mache ich dann den Aufnahmestopp mal kurz. Und dann, ja, dann hole ich mir mal einen Anker-Patch. Ich müsste das Spiel auch generell, glaube ich, mal patchen. Das hat, glaube ich, noch 1.2 oder, nee, 1.0 habe ich, glaube ich, drauf. Ich will es mal auf 1.2 patchen. Weil Mods und so ein Kram, habe ich jetzt jedenfalls nicht vor, reinzubauen. Erstmal Polizeiautos reingucken. Aber, ich weiß nicht. Falls ihr gute Mods kennt, dann schreibt es in die Kommentare, dann gucke ich mir das mal an. Ihr könnt mir auch gerne eine PN schreiben mit den Links drin. Und dann gucke ich mal, ob ich die einfüge. Weil ich habe früher sau gerne GTA gemoddet. Vor allem San Andreas. Boah, deswegen habe ich mir früher mal an San Andreas für PC geben lassen, weil ich unbedingt das zocken wollte. Tschüss. Andere steigen aus. Aber ich überfahre ihn immer. Egal, gut, nimm sein Auto und spritz es um. Alles klar. Boah, das ist da kein... ja, zurück von dem Radiosender gibt. Mir ist gerade eben gar nicht eingefallen, was ich sagen wollte. Ach, das könnte mal des Öfteren passieren. Aber egal. Gut, ja, wie gesagt, Anker-Patch gehe ich gucken. Falls ihr Mods habt, einfach Bescheid sagen. Ich guck mal an. Ey, du hast mich angeschossen. Willst du Stress haben? Dankeschön für die Pistole. So, tschüss. Man muss gucken, wo man bleibt. Ne? Im Leben. So.
Kosten betragen sich $1000, diesmal kostet es nichts. Ja, okay, da ist aber auch der Kurs dann nochmal ein bisschen höher und es hat rein gar nichts am Auto geändert. Ich würde mir Gedanken machen, ob das sich jetzt so gelohnt hat. Vielleicht ein HD-Patch oder irgendwas wäre natürlich auch nice. Ich meine, ich stehe natürlich auf die alten Grafiken von dem Spiel, aber so ein HD-Patch wäre auch nice. Muss ich alles mal suchen, gibt es bestimmt irgendwo. So. Gut, da sind wir. Was geht? So, und da haben wir die Mission schon geschafft. Garage gezogen. Jawohl, $4000 erhalten. So läuft's im Biss. Schon zwei Missionen fertig. Ich glaube, da gibt's 80. 80, 90 werden es sein. Ja. Also lange geht das Spiel nicht. Ah, da haben wir Diebe. So. Ja. Ich würde mir Gedanken machen, ob ich dir jetzt nicht die Fresse verprüge. Ja. Ja, stimmt. Uncut-Version, lassen sie auch Geld fallen. Aber das machen sie da nicht. Nicht. Nice. Ja, Opa, renn um. Wie sprintelt man eigentlich? Ist der Knopf eigentlich belegt? Ich kann Steuern ändern. Wo ist ein Sprint hin? Sprinten. Rechts umschalt. Weil ich auch gerade mit dem Pfeiltasten spiele. Klar, ich bin ja auch ein Linkshänder. Ey, Kollege, bleib stehen. Ich meine es ernst. Du kriegst mit mir Ärger. Bleib stehen. Dann jump ich dich halt um. Stehen jetzt. Bunny Hop Action. Bergauf. Was? Das hat ihn schon ausgenockt. Ah, doch, nein. Alter Junge, bleib doch mal jetzt liegen. Bis nochmal. Komm, steh auf. Hol dir deine Packung ab. Gut. Boah, deutsche Version, langweilig. Ja, früher hatte ich es auf Uncut gehabt, die habe ich von einem ehemaligen Freund bekommen. Der hat mir das gegeben. Das war die erste Auflage in der USA. Mit dem ganz alten Cover. Das wurde dann aber, glaube ich, dann wieder umgeändert nach einer Woche oder so. Also das ist schon echt eine Rarität, hatte ich drauf gehabt. Oder war das Spiel auch automatisch uncut? Aber egal. Ich hole mir ja jetzt ein Patch, ne? Radiosender, wo es labern, wenn sowas erfunden hat. So, da sie macht. Speichern wir schnell. Gut, und dann haben wir das erledigt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, schau, haut rein. Jo, willkommen zurück zu GTA 3. Ja, wir machen weiter. Gut, Blutpatch funktioniert. Kleiner Test. Ist jetzt uncut, wunderbar. HD-Patch bin ich auch am Suchen. Mache ich dann irgendwann, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. Aber jetzt will ich zocken und nicht die ganze Zeit modden. Los geht's. Jetzt fahren wir los. Auf geht's zu Luigi. Der hat nämlich bestimmt einen neuen Auftrag für uns. So. Vielleicht habe ich auch nur... Ich habe jetzt eine Bloodpatch-Echse runtergeladen. Und ja, damit scheint es jetzt gut zu funktionieren. Ist doch nice. Okay. Nächste Mission. Misty und der Mafioso. Alles klar. Besorgt ihr ein Auto? Wir haben schon eins. Los geht's. Hol Missy ab. Alles klar, Mama. Ist natürlich so einfach. Hol Missy ab, fahr ihn zu Joey. Deine Chance. Okay. Links umschalt.
Knöpfe zum Hupen, alles klar. Ich würde auch in ein Diablo-Auto einsteigen. Wir reden natürlich nicht, wir stellen auch keine Fragen. Wir sind der perfekte Mann für diese Jobs. Wir stellen keine Fragen, wir reden einfach nicht. Alter, ich muss unbedingt mal eigene Musik einfügen. Das kann ich auch nächstes Mal machen. Notiz an mich, neue Musik einfügen. Mal gucken, was ich da noch alles auf dem Rechner habe. Ich habe ja neu aufgesetzt. Muss mal gucken, was ich auf den Festplatten habe. Gut, da sind wir beim Joey. Was geht? Joey, Luigi said you were reliable, so come back later, there might be some work for you. All right? Alles klar. Dann haben wir noch einen neuen Auftraggeber, und zwar den Joey. Aber um den kümmern wir uns jetzt mal nicht. Wir machen weiter mit Luigi. Dass wir einen Auftraggeber, was wir bei einem Auftraggeber. Tut mir leid. Ich bin einfach so geschlittert. Ich konnte nichts dafür. Ja, lass mal bei einem Auftraggeber erstmal bleiben und dann weiter gucken. Sag mir bitte wenigstens, dass du auf bist. Ja. Geht doch. Polizeiautos. Schnellstes Auto im ganzen Spiel. Ich liebe es. Vor allem hat es einen Rückwärtsgang wie eine Drecksau. So, da sind wir schon wieder beim